Fedderwadersiel haben wir ja vor ein paar Jahren übernommen. Das ist natürlich für den Ort per se erstmal sehr, sehr wichtig, weil hier auch noch Krabbenfischer beheimatet sind. Das war natürlich für uns ein Grund mehr, diese Genossenschaft zu übernehmen, weil wir natürlich auch hier noch was vorhaben. Wir wollen das Gebäude ja modernisieren und auch ausbauen. Und natürlich passt das bei uns ins Portfolio, weil wir hier die ganze ostfriesische Küste sozusagen, die ganzen Krabben abholen, von Ditzum bis Budjading, Fedderwadersiel. Also ich glaube, es wird ganz, ganz wichtig sein für die Zukunft, auch gerade für den Tourismus, unabhängig der Fischerei und der Menschen, die hier sozusagen von der Fischerei leben, dass wir hier noch einen lebendigen Hafen haben. Wir werden in der nahen Zukunft feststellen, dass einige Sielhäfen verschwinden werden. Das haben wir in Schleswig-Holstein ja erlebt. Friedrichskoog ist da das beste Beispiel. Und man hat dann auch gesehen, wie sich der Ort verändert hat, Friedrichskoog, auch in Sachen Tourismus. Also das ist sicherlich das Paradebeispiel, wie man es nicht machen soll. Hier für den Ort sind ja Konzepte entwickelt worden, wie man hier diesen Ort attraktiver gestalten kann. Da sind wir auch sehr eng mit der Gemeinde in Gesprächen, was wir sehr positiv sehen. Aber das muss natürlich hier im Konsens, also das sind ja nicht nur wir, die hier am Hafen tätig sind, sondern wir haben ja auch Kollegen und Kolleginnen. Auch das Museum ist natürlich hier sehr, sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass das Konzept eine große Chance hat, auch verwirklicht zu werden. Also für mich persönlich ist es sehr, sehr wichtig, dass die traditionelle Küstenfischerei, sprich Krabbenfischerei, was anderes haben wir nicht, dass das noch erhalten wird. Wir haben junge Leute, die noch Lust haben zu diesem Beruf. Da haben wir ja auch diese große Diskussion in der Gesellschaft Life-Work-Balance. Das ist Gott sei Dank in der Krabbenfischerei noch nicht so weit fortgeschritten. Und das würde ich mir persönlich sehr, sehr wünschen, dass auch die nächste Generation die Fischerei betreibt. Weil, wie gesagt, Fischerei ist ein ganz, ganz altes Gewerbe. Ich hätte fast was gesagt. Es ist sogar noch älter wie so manches anderes Gewerbe. Von daher lohnt es sich, dieses Gewerbe zu erhalten.